Und damit hallo und herzlich willkommen zu Crimes and Punishments, Sherlock Holmes, der zweite Teil. Und jetzt ist es Nacht und wir warten auf den Einbrecher. Spannung pur. Did you hear that? Das schaut mir nach einem Jungen aus, finde ich. Auf jeden Fall einem jungen Mann. There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! I'll get right there. Ja, das ist immer eine gute Idee, einfach mal zu brüllen. Und er hat ihn gestellt. Wunderbar. Alright, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey. But we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but... But I... Yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? Oh. But you can't. I'm not... It's a terrible mistake. Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same. I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Okay, dann geht's auf zur Befragung. Wieder eine Ladesequenz, in der wir uns nochmal unsere Notizen angucken können. Die erste Aufgabe ist abgeschlossen. Untersuchungen haben wir durchgeführt. Jetzt fahren wir zu Scotland Yard. Wie sind die Beweise des aktuellen Falls? Und da können wir uns auch noch einmal die Unterhaltung durchlesen. Sehr gut, fortfahren. Sehr schön eingerichtet. Und unsere aktuelle Aufgabe, untersuchen Sie den Mord an Peter Carey, haben wir ja schon. Oder sind wir noch dran? Verhören Sie auf der Polizeiwache den Verdächtigen. Okay. Sieht alles sehr schön aus hier. Dann fragen wir mal den Polizisten hier. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Okay, die persönlichen Sachen würde ich mir auch sehr gerne angucken, auf jeden Fall. Mr. Holmes? Mr. Holmes, das wollte ich doch nur hören. Waffenschrank, Akten. Das sind die persönlichen Unterlagen. Gegenstände, meine ich natürlich. Das Buch kennen wir doch. Peter Carey's cabin floor. These abbreviations mean something. But what? A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. A handkerchief with the initials J.H.N. Wer ist dieser J.H.N.? Und ein Ring. Ein Herr der Ringe. Mit Inschrift vom R. Dawson to my friend and partner. Okay, 1883. And partner, 1883. From R. Dawson. Dawson. To my friend, Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. The
These are the suspects. A handkerchief with the initial. A handkerchief. Okay. Abgeschlossen. Die Untersuchung der Daten. Persönliche Gegenstände, meine ich natürlich. Ich weiß jetzt nicht, wo der Verhörraum ist. Mr. Holmes? Ja, Mr. Holmes. Das sieht nach einem Verhörraum aus. Hätte ja auch im Keller sein können. Okay, sprechen wir uns zuerst auf das Notizbuch an. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know. I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. Gut. Dann der Goldring. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Ring mit Gravur. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Okay, dann analysieren wir ihn doch mal. Das hätten wir auch gleich zu Beginn machen können. Flicken, also schäbiger Mantel auf jeden Fall. Da gibt's nichts Besonderes, ganz nur feiner Knopf, also extra angenäht wohl. Ganz kaputte Finger hat er. Eitrig auch, sehr ekelhaft. Er sieht aus wie so ein Landstreicher mit der Mütze. Okay, ein paar Sachen fehlen noch. Dünner Hals. Zwei Sachen fehlen noch. Kurze Ärmel. Es könnte nicht seine Jacke sein. Und teurer Stoff. Okay, Charakteranalyse perfekt abgeschlossen. Wem gehört denn der Ring? So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Nein. No, Mr. Nelligan, I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Wie immer. Jetzt frage ich ihn noch nach dem Matrosenmesser. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Ich glaube dem Jungen sogar. Well, I will see you soon, young man. Please, let me go! Titzbuch, schnell gehandelt. Kein Gärtner, viel.
Schwierig, schwierig, schwierig. Er raucht nicht. Aufgespießt an der Wand. Schnell gehandelt. Einbruchsversuch. Fehlende Blechkiste. Kann ich wieder alles aufheben, damit mit Leertaste. Schnell gehandelt. Einbruchsversuch. Aufgespießt an der Wand. Experiment durchführen. Wir müssen herausfinden, ob ein wenig begabt und untalentierte Person eine Harpune so werfen kann, dass sie damit einen Menschen an einer Wand aufspießt. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Okay, dann muss ich das Harpunen-Experiment vorbereiten. Allerdings wo? Is locked. At your service, Mr. Holmes. Mr. Okay, dann gehen wir zu Watson. Mal gucken, wo der steckt. Bestimmt in der Baker Street, der wollte ja helfen, meine Wohnung aufzuräumen. Jetzt kann ich nochmal die Herleitung öffnen. Einbruchsversuch. Sind das die einzigen beiden Sachen, die ich verbinden könnte? Ist doch schwieriger der Fall, als ich gedacht hätte. Wo ist denn Holmes? Hier. Dann fragen wir ihn mal, ob er uns helfen kann. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible. But if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pig's throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. I need to take a harpoon ab with me. Zum Metzger. Ah ne, vorher brauche ich natürlich die Harpune. Und wo bekommen wir natürlich die Harpune her? Wie eben schon gesagt, vom Tatort. Also gehen wir dann noch mal schnell hin. Das lädt noch mal kurz. Mm-hmm.
und fortfahren. Sehr gut, jetzt sind wir hier wieder beim Ort. Und da war der Tatort. Wenn ich mich recht erinnere. Sieht echt wunderschön aus, also gefällt mir super. Die Leiche ist mittlerweile beseitigt worden. Und ich hole mir mal so eine Harpune mit. Und jetzt haben wir alles dafür. Also ab zum Metzger. Oder zur Metzgerei. Ich bin mal gespannt, wie ich das durchführen kann. Jetzt sitze ich in der Kutsche mit links neben mir der Harpune. Okay. Ja, wie kann ich die jetzt rausholen, die Harpune? Na, reden wir erstmal mit dem Watson, was wir jetzt machen. Ich will ihn ja nicht aufspießen. Here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Alles klar. Oder? Ach, schade. Ich würde gerne mal auf den Holmes zielen, damit der mal die Klappe hält. Atem anhalten. Boah, ich würde schon gut meistern. Ja. Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you can. Ist ja gut. Das war ja nur der erste Versuch mal. Das war doch perfekt, oder nicht? Beim zweiten Versuch. Direkt so gut wie in die Mitte getroffen. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in a thousand that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Haben sie auch sehr schön gemacht hier. Den Metzger. Ja, Experiment ist abgeschlossen. Hier Pune. Ja, lass mal einfach mal stecken. Machen wir die Tür auf. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zum Scotland Yard. Mal gerade gucken, ob da vielleicht irgendwas ist. Jetzt haben wir Peter Curry raucht nicht. Blechkitzel. Nötige Kraft. Glückswurf oder große Kraft. Also, wenn der Junges gewesen sein sollte, dann muss er sehr viel Glück gehabt haben, weil er sah jetzt nicht so stämmig aus. Einbruchsversuch, ja. Sonst bringen mir die Sachen eigentlich nichts, genau. Also gucken wir uns nochmal den Jungen an, wenn er noch da ist. At your service, Mr. Holmes. These are the suspect. These abbreviation. Ja. A pocket knife. Bringt uns alles nichts, also die persönlichen Sachen auch nicht. Ich will immer mit E die Tür öffnen. Ich weiß jetzt auch nicht warum. Was ist eigentlich hier unten drin? Ach, das ist die Rechtsmedizin. Auch sehr cool. Ja, weiter kann ich hier leider nicht und hier ist auch keine Leiche drin. Locked. Schon einen Verbrecher dran. Und er sitzt immer noch hier, der arme Junge. I've done nothing wrong. What am I doing here? I've done nothing. Ja, der hat nichts Falsches gemacht. Sehr gut. Dann fahren wir mal zurück ins Zuhause und versuchen ein paar Sachen zu verknüpfen. Wenn das nichts hilft, dann versuchen wir nochmal an den Tatort zu fahren. Ich fand das schon sehr cool mit dem 3D-Puzzle. Das hat
Spaß gemacht, obwohl ich nur eins gelöst habe. Bis jetzt fand ich, das war echt gut. Skateboard fahren. Da ist Holmes auch schon beim Essen. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. Teleskop untersuchen. Oh, ist ja ekelhaft. Wie kann ich denn hier wegzoomen? Uah. Das grenzt ja schon an Körperverletzung. Natürlich die Geige. Sehr bekannte Geige. Okay, dann suche ich mal nach dem Namen, der mir bekannt vorkam. Okay, die haben wohl zusammengearbeitet und sind pleite gegangen. Here it is. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Holen wir mal mit diesen Artikel aus der Zeitung. Was kann ich sonst vielleicht noch holen? My archive. I can always consult with it, if needed. Enzyklopädien. Okay. Na, oh, verklickt. Mist. Ich wollte doch nicht zum Tatort. Naja, passiert. Ich spreche mal den Jungen da drauf an, auf die Pleite seines Vaters. Können wir direkt wieder weiter reisen zum Scotland Yard. Die Pferde. Bin ich doch mal gespannt. Also ich bin mir sicher, dass der Junge nichts damit zu tun hat. Der kann eigentlich unwahrscheinlich, dass der Täter ist. Hätte kein Motiv. Ich glaube ihm das eigentlich auch, dass er da nur sein Buch holen wollte oder was auch immer er da wollte. Naja, werden wir jetzt wissen. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believed that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Oh. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in... Die Logbücher untersuchen. Muss ich wohl doch wieder zurück zum Tatort. Von daher ist die Schnellreisefunktion sehr gut. Ja, ich wollte eben die Logbücher eigentlich schon mitnehmen, aber das hat leider nicht so funktioniert, wie ich es haben wollte. Und dann fahren wir einfach nochmal schnell zum Tatort, auch wenn die Ladescreens jetzt mittlerweile schon ausgelutscht sind. Leider. Dürfen wir nochmal den wunderschönen Garten betreten. Und einmal schnell hier durchlaufen. 1883. That's the one I need. Okay. This is the crew list of the Sea Unicorn. Aha. This is the crew list of the Sea. Dann haben vielleicht diese Namen was damit zu tun. Nothing unusual.
Leichte Brise den Tag über. Walflosse gesichtet im SO. Südosten, denke ich mal. Nachts zwei weitere Schiffe gesichtet. Koordinaten dazu. Mittwoch, 14. Juni. Mittelstarker Wind aus Osten. Heute keine Wale gesichtet. Wieder Koordinaten dazu. Log notes for July. Nothing special. Ja, wieder gleiche. Starke Brise aus Osten. York ist krank und alles Koordinaten dazu. These pages have been torn away. Oh. Log notes for August. These pages. Canadian Pacific Railway, CPR. A torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are three CP. Ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first two of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. CP, das stand auf der auf diesem Tabakbeutel drauf. Verwenden. Okay, fahren wir zur Baker Street. Wiggins müssen wir suchen, weil der irgendwas wissen könnte zu der Besatzung und die fehlenden Seiten. Also auf zur Baker Street. Leider, leider, leider sieht man noch nicht allzu viel von London. Es sind jetzt insgesamt vier Plätze oder so, die wir ungefähr schon besucht haben. Aber ich hätte gern so ein bisschen freies Spiel. Also das würde mir gefallen. London ist eine schöne Stadt und die Grafik ist auch schön und die war damals auch sehr schön. Und das finde ich cooler, wenn man sich ein bisschen freier bewegen könnte. Das ist schon sehr eingeschränkt, das merke ich jetzt schon. Macht es natürlich auch einfacher, weil es gibt schon sehr viele Hinweise. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbor. I think that if you pretend you're from Scotland Yard. I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Alles klar. Watson, I need Wiggins. Is he anywhere nearby? He's right across the street. You can give him a sign from the window. Oh. Dann winke ich ihm mal durchs Fenster. Wiggins, could you come upstairs, please? Ah, ich hätte mir jetzt irgendjemand älter vorgestellt. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just gotta look where the rum and the red lights are. Kann ich jetzt in die Rolle von dem Jungen schlüpfen? Das wäre sehr cool. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Oh, ja, dann muss ich wohl doch zur Polizeiwache gehen.
geht's wohl auf zum Scotland Yard. Ja, damals gab es noch kein WhatsApp, wo man mal schnell sagen konnte, hier, kommt zur Arbeit. Da musste extra einer in die Baker Street laufen und sagen, komm vorbei und den ganzen Weg zu Fuß gehen. Oder mit der Kutsche fahren. So wie ich jetzt hier. Jetzt bin ich mal gespannt, was mich da erwartet. Warum sollte ich hinkommen? Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always, what happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes. He refuses to speak with us, but we'll make him talk. Mit Folter, wenn es geht. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. Er sitzt bestimmt wieder in dem gleichen Verhörraum, oder? Was ist hier drin? Ach, das ist das Büro vom Inspektor. Verschiedene Kinder. Ja, ich gehe mal schnell wieder raus, weil. Gibt bestimmt nur Ärger. Okay, hier ist noch keiner. Please escort this suspect for interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely. And considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are and exactly what happened that you should be brought here? Witze sieht sehr cool aus. My name is Liam Hurtley. That I can tell you, but you're not getting any more than that. Well, we shall see. So, analysieren würde ich mal sagen, nicht wahr? Also drei Teile kann ich an ihm rausfinden. Die Mütze sieht schon mal landstreichermäßig aus wieder. Man hört immer so ein Klicken von der Zeit, deswegen denkt man immer, okay, eine alte Narbe. Man hätte nicht viel Zeit, oder? Das wird... Das habe ich auch schon mal gesehen, und zwar auf dem Buch von der Dame, wenn ihr euch daran noch erinnern könntet. Pflanzenreste und der letzte Teil. Hände eines Gärtners. Der ist schon sehr verdächtig, der Typ. Vor allem, weil er nicht mit uns reden will. I'm not saying another word. Alles klar, dann sag halt nichts weiteres. Genau, die persönlichen Sachen von ihm. In welchem Raum liegen die denn nochmal? Ich glaube hier drin. Staffu? Nee. Stimmt hier in dem Raum. These are the suspects' belongings. Ach, die Schuhe, die werden passen. Liam Hurtley's old boots. They're a size 9.5. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. A pen. Nothing unusual about it. These are the suspects' belongings. Okay, der Sack, der scheint wohl nicht ungewöhnlich zu sein. Aber was ich jetzt mal direkt machen werde, ist den Schuhabdruck abgleichen mit den, oder was heißt den Schuh abgleichen mit dem Schuhabdruck. Und
weiter geht's. Und jetzt sind wir auch schon wieder am Tatort zurück. Wie schon so oft. Und vergleichen das mal jetzt. Ich bin mir sehr sicher, dass sie passen, die Stiefel. Zack, passt doch. Wusste ich's doch. Der war hier, der Typ. Okay, ich habe so quasi eine neue Erkenntnis gekriegt. Also der könnte es gewesen sein. Das sind viele Sachen, die auf ihn zutreffen, auf jeden Fall. Deswegen werden wir direkt mal wieder obwohl, ich würde vorher gerne noch verwenden. Ich würde vorher gerne noch in die Chemie zu mir nach Hause gehen. Und mal analysieren, was denn der Brief da sagt oder dieses Papier. Ich finde, obwohl das Spiel von Gameplay her sehr minimalistisch ist, also man muss ja an sich nicht viel machen, ein bisschen rumlaufen, macht's unfassbar viel Spaß. Ich werde auch dazu hoffentlich eine Review rausbringen, weil mich das Spiel auf jeden Fall ja schon begeistert. Und jetzt werde ich den Brief mal wieder herstellen. Ich muss einen chemischen Agent bereiten, der ist capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition: all seven reagents should be used. Second condition, alle sieben, okay. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Ging mir jetzt ein bisschen schnell. No, something isn't right. I need to start. Nein, ich will diesen Abschnitt nicht überspringen. Ich will es einfach nur noch mal probieren. Aber okay. Also wenn man keine Lust darauf hat, dieses Rätsel zu lösen, kann man diese Minispiele, sage ich mal, auch überspringen. Ich habe sie gut versteckt, wie du mich gebeten hast. Aber ich bitte dich, überlege es dir. Und erinnere dich an unseren Schwur. Ich habe nichts Ehrloses getan, für das du mich... Okay. My analysis table. It is useful for my work. Was kann ich denn hier sonst noch so machen? My archive. This is where I keep my post. Watson ist immer noch am Essen. A new suspect. Okay, würde ich sagen, wir fragen wir einfach mal. Also gehen wir erstmal zu Scotland Yard und befragen den neuen Verdächtigen, was er denn da am Tatort zu suchen hatte. In der Zwischenzeit kann ich wieder ein paar Herleitungen machen, wo ich eigentlich gar keine mehr habe. Das passt alles irgendwie auch nicht zusammen.
Und ja, wenn ich einen Blick auf die Uhr werfe, sehe ich schon, dass es die zweite Folge fertig ist. Und ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht. Wir sind im Fall schon sehr weit gekommen, haben schon viel erreicht. Und ich hoffe, ihr guckt auch in der dritten Folge wieder vorbei. Und ja, das war's von mir. Auf Wiedersehen. Ciao.